In der Reihe der Ambulation und Linie ist jetzt bei mir der Manfred Marhöfler zu Besuch. Ja, wieso hast du dich nicht vorbereitet? Du hast extra geäußert, dass ich Nein, ich habe dir ein ganzes Textbuch gegeben. Verdammt! Wo habe ich es bloß hingelegt? Okay, es läuft schon. Grüß dich, Manfred. Grüß dich, Maria. Schmeckt der Kaffee? Ausgezeichnet, danke. Ist ja auch der von dir, gell? So ist es. Deswegen habe ich dich heute eingeladen, zu mir ins Büro zu kommen, weil ich dich gerne ein paar Fragen fragen möchte, bezüglich dem, was uns eigentlich verbindet, nämlich, das ist die Kaffeemaschine und der Kaffee. Also wir kennen uns daher. Richtig. Kannst du das ein bisschen erzählen, was ist denn dein Geschäftsmodell? Mein Geschäftsmodell, also meine Firma heißt Gusto del Nero und ich habe den Vertrieb für Franco Kaffee. Mhm. Also ich handle mit Kaffee. Ja, das ist eigentlich mein Hauptgeschäft. So. Aber das Besondere daran ist ja, also wie wir es haben, du hast uns die Kaffeemaschine gebracht, die kostet uns jetzt nichts und wir kaufen immer den Kaffee bei dir. Genau, das ist so ein Servicepaket, ja. Genau. Das ist total super, weil einerseits, wenn man, also um jetzt ein bisschen Werbung zu machen, aber es gibt keine Tabs, es gibt keinen Abfall, es wird die Kaffeemaschine von dir gewartet. Genau. Ja. Du kommst auch immer schauen, ob man sie richtig behandelt und so. Genau. Weil Also das ist quasi in diesem Servicepaket dabei, in diesem Angebot, ja, dass man eben, dass die Qualität auch stimmt, damit du auch zufrieden bist, ja, damit du guten Kaffee trinken kannst. Ja. Genau. Ja, er schmeckt hervorragend und außerdem ist er noch ein Fair Trade Kaffee. Genau. Genau, das ist der Franco Kaffee im Fairtrade. Das ist auch meine Hauptschlagader, ja? Mhm. Der Fairtrade Kaffee. Neben der Fairtrade Linie habe ich noch die klassische Kaffeelinie und die Gourmet Linie. Ja? Und welcher ist der Fairtrade Kaffee? Ist der sehr beliebt? Auf jeden Fall. Also nicht nur, weil er Fairtrade ist, sondern weil die Mischung sehr, sehr gut schmeckt, sehr, sehr ausgewogen ist und ganz eine tolle Mischung. Also hier so die Nachbarn von uns, wie das Blendend und, keine Ahnung, En Garde und Taosoffe und so, die haben alle diese Kaffeemaschine von dir, gell? Genau. Wie viele Kunden hast du da? Also jetzt nicht nur hier im Lenz, sondern in Graz, weil du bist ja aus Gamlitz, stimmt's? Aus Ratsch an der Weinstraße. Entschuldige. Also du bist aus der Südsteiermark. Genau. Genau. Und hier habe ich auch mein Geschäft. Mhm. Eine Firma in der Südsteiermark. Also wie gesagt, es beläuft sich auf Bürokunden, Office-Kunden im Office-Bereich, aber natürlich im Gastro-Bereich bin ich natürlich auch tätig. Mhm. Genau. Okay. Ich frage mich natürlich, ich meine, das ist ja viel Arbeit, so eine Kundin wie wir jetzt sind. Wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Kaffeebedarf. Eigentlich. Das summiert sich eben, ne? Also wie gesagt, du beziehst, also wenig beziehst du gar nicht. Ah ja, ja. Na, ich finde ja auch, wir trinken recht viel Kaffee. Vor allem, wir müssen uns immer zurückhalten, weil der schmeckt halt auch so gut. Ja. Wie viel fährst du da in der Gegend herum, so in der Woche? Ich meine, wie viele Stunden nimmt sich das in Anspruch? Naja, also wie gesagt, das beläuft sich zwischen so ganz normale Arbeitswoche, zwischen 40, 50, auch 60 Stunden in der Woche. Rein dieses Geschäft, gell? Genau. Du machst aber auch noch andere Sachen, stimmt's? Ja, ich mache noch andere Sachen, Veranstaltungen. Zum Beispiel? Zum Beispiel kulinarisch, literarisch. Ja. In der Südsteiermark? Nicht nur. Also West-, Süd-, Oststeiermark, auf die ganze Steiermark bezogen, aber könnte man theoretisch in ganz Österreich. Und was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist es, dass man ein sehr spezielles Menü kreiert. Mhm. Meistens 4 bis 5 Gänge. Kreierst das du? Nein. Da arbeite ich immer mit der Gastronomie zusammen. Mhm. Mit dem Koch. Der Koch schreibt das Menü. Mhm.
ich kreiere quasi den Flyer mit meinem Grafiker und ja. Und wer macht das? Gibt es dann noch eine Lesung dazu? Eine Lesung dazu, genau, den Literaten oder die Literatin. Meistens eine Jungliteratin. Und ja. Und wie oft veranstaltest du das? Ja, also wir schauen jetzt, dass wir das im Quartal halt veranstalten. Mhm. Interessant. Wann ist die nächste? Die nächste wird Ende Jänner sein. Mhm. Voraussichtlich in der Weststeiermark in Witzig-Volzberg. Mit welchem Literaten steht das schon fest? Ja, das steht noch nicht fest. Macht dir deine Arbeit Spaß? Ja, sehr. Mhm. Ja? Ja. Was ist das Lustigste daran? Naja, man bewegt sich in der Gastronomie. Mhm. Ja, die ganze Arbeit ist eigentlich mit Genuss verbunden. Ne? Mhm. Und du hast viel Kontakt zu den Kunden, ja? Ja, genau. Danke, Manfred. Gerne, ich danke dir. Wie geht's dir persönlich mit dem Begriff Powerhead? Naja, Faulheit ist ja an sich ein negatives Wort, finde ich. So wie Stress, ne? Also Stress, allein das Wort stresst schon. Ne? Mhm. Ich finde da einen anderen Begriff, also Faulheit einmal, ich sage einmal, nichts tun klingt besser.